Alliierte Bomber über Deutschland. Sie sollen den Krieg entscheiden. Die Jahrhundertschlacht. Am Himmel über Hitlers Reich. Oh. Hallo, Pete. Über 60 Jahre später begegnen sich Feinde von einst. Ein amerikanischer Pilot und ein deutscher Flakhelfer, Pete Malinex und Paul Eichhorn. Sie treffen sich dort, wo sie sich einst bekämpfen mussten. Bomberbesatzungen der 8. US Air Force bereiten sich vor auf den schwersten Einsatz ihres Lebens. Insgesamt 25 Feindflüge müssen sie bestehen. Erst dann dürfen sie wieder nach Hause. Pete Malinex ist Bomberpilot. Zu Hause wartet seine Frau auf ihn. Sie ist im 6. Monat schwanger. We were awakened. Kurz nach dem Aufstehen wurden wir über den Einsatz informiert. Das war so gegen 4 Uhr morgens. Wir beeilten uns mit dem Frühstück. Dann ging es zum Briefing Center. Dort sollten wir mehr über den heutigen Angriff erfahren. Vorne hing eine große Landkarte, auf der das Ziel eingezeichnet war. Von unserem Heimatflugplatz bis zum Ziel war ein Faden gespannt. Das Ziel war jedoch von einem Rollo verdeckt, als wir reinkamen. Und dann redeten sie über den heutigen Einsatz und wie wichtig er wäre, bla bla bla. Aber sie sagten uns noch nicht, wie unser Ziel hieß. Erst als sie das Rollo hochzogen, sahen wir, dass sich der Faden bis nach Schweinfurt spannte. Die Reaktion im Saal war heftig. Vor allem bei den Jungs, die schon beim ersten Schweinfurt-Einsatz dabei waren. Sie stöhnten, oh nein, nicht schon wieder Schweinfurt. Oh, not Schweinfurt again. Die hohen Verluste der ersten Schweinfurt-Mission im August 1943 sind noch nicht vergessen. Uns wurde ganz schön mulmig, denn wir wussten, was für ein harter Einsatz das werden würde. Denn nur 2 Monate zuvor hatten wir zum ersten Mal Schweinfurt bombardiert. Und wir hatten 60 Maschinen verloren. Und 60 Maschinen, das heißt 600 Mann Verluste. Wir wussten, das wird ein richtig harter Kampf. Mit der Angst muss jeder dieser Männer allein fertig werden. Die Seelsorger hielten sich normalerweise im Briefingraum bereit. Und sie gaben den Besatzungen die Kommunion, wenn sie darauf Wert legten. Und manchmal, besonders aber am 14. Oktober, am Schwarzen Donnerstag, waren die Schlangen vor den Geistlichen verdammt lang. Die Besatzungen der B-17-Bomber wissen, was sie erwartet. Und viele vertrauen auf den Schutz von oben. Meine kleine Schwester hatte mir ein neues Testament geschickt. In einer Metallhülle, die angeblich kugelsicher war. Ob das stimmte, weiß ich nicht. Gut, dass ich das nie ausprobieren musste. Aber ich trug sie bei jedem Einsatz in meiner Brusttasche, ganz nah an meinem Herzen. Every mission that I flew. Ein Himmelfahrtskommando für die jungen Amerikaner. Viele von ihnen sind kaum älter als 20 Jahre. Schweinfurt ist das Zentrum der deutschen Kugellagerindustrie, entscheidend für die Rüstung und eine der stärksten Bastionen der deutschen Luftabwehr. 220 Rohre der schwersten Kaliber sind zum Schutz der Industrieanlagen aufgestellt. 14 Uhr,
Gefechtsalarm in Schweinfurt. 2500 Oberschüler eilen zu den Flakstellungen. Ihr Auftrag, die Flugzeuge in große Höhen treiben, das Zielen der Bomberpiloten erschweren. Paul Eichhorn hält mit seinen Schulkameraden die Stellung Euerbach, westlich der Stadt. Und dann sahen wir schon am Himmel einen Bulk kommen. Er war noch außer Reichweite unserer Geschütze. Voraus 3 oder 5 Maschinen und dahinter dann keilförmig in einer ganz strengen Formation, sehr diszipliniert, eine erste Welle von sicher mehr als 50 Flugzeugen. Wir waren furchtbar aufgeregt. Ich kann mich erinnern, ja, ich hätte mich damals geschämt, von Angst zu reden. Heute würde ich es aber vielleicht doch so bezeichnen. Ich habe im ganzen Leben nie mehr eine solche Anspannung erlebt, zitternd mit einem Gefühl im Bauch und Kehle fast zugeschnürt. Sie schießen Sperrfeuer, bis sich der Himmel schwarz färbt. Schon beim ersten Bulk haben wir dann feststellen können, dass 2 Maschinen getroffen waren und abgetrudelt sind, also direkt senkrecht nach unten gekommen sind, während andere, die angeschossen waren, dann entweder absackten oder langsamer weiterflogen. Paul Eichhorns Batterie versetzt auch dem Bomber von Piet Malinex einige Treffer. Angeschlagen erfüllt seine Maschine dennoch ihren Auftrag. 230 Bomber entladen ihre tödliche Fracht über der Stadt. Nach erfüllter Mission drehen die Flugzeuge ab. Auf dem Rückweg nach England lauert der Tod. Deutsche Jagdflieger stürzen sich auf die alliierten Bomber. Der Krach war unglaublich. Die Bordschützen waren total angespannt. Sie schrien nur noch, da ist einer Richtung 3 Uhr, noch einer Richtung 12 Uhr, einer am Heck. Deutsche Jagdflieger treffen Piets Flugzeug, das Feuer fängt. Ich entschied mich, die Maschine aufzugeben und befahl den Männern, abzuspringen. Alle 10 kamen raus. Ich auch. Wie schon beim ersten Angriff im August verlieren die Amerikaner 60 Bomber und mehr als 600 Flieger über Schweinfurt. Ein Viertel aller Flugzeuge an diesem Tag. Für die US Air Force ein Desaster. Noch heute sprechen die Amerikaner vom Black Thursday, dem schwarzen Donnerstag. Piet Malinex hat Glück. Bauern finden ihn verletzt auf einem Acker und bringen ihn zum Arzt. Notdürftig versorgt, verbringt er die erste Nacht als Kriegsgefangener in einer Scheune. Ich verbrachte die Nacht auf einer Pritsche. Elend. Elend fühlte ich mich. Ich hatte Schmerzen, weil der Doktor nicht viel hatte tun können. Ich war allein und litt. Doch dann kommt unerwarteter Besuch. Und dann kam dieses junge Mädchen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie sie am Wachtposten vorbeikam. Sie brachte mir Ziegenmilch und ein Stück Brot, deutsches Schwarzbrot. Junge, Junge. Für mich schmeckte es wie Schokoladenkuchen. Und die Milch war wunderbar. Sie war blond, hübsch. Ich schätze so 18 oder 20 Jahre alt. Naja, sie konnte kein Englisch, ich konnte kein Deutsch. Also, geredet haben wir nicht viel. Piet Malinex wird Clara Johmann nie wiedersehen.
Der Pilot bleibt bis Kriegsende in Gefangenschaft. Der Luftkrieg. Die Geschichte einer unaufhaltsamen Eskalation. Beim deutschen Überfall auf Polen 1939 spielt die Luftwaffe eine zentrale Rolle. Warschau soll zur Kapitulation gebombt werden. Der Angriff auf die Festung sei kriegsrechtlich legitim gewesen, wird es später heißen. Wie Warschau wird es bald auch anderen Städten in ganz Europa gehen. Ab September 1940 trifft es London. England soll zur Aufgabe gezwungen werden. Deutsche Bomber sollen Docks und Fabriken zerstören. Kriegswichtige Ziele. Als die Deutschen 1940 britische Städte bombardierten, glaubte man, dass es sich um reine Terrorangriffe handeln würde. Tatsächlich aber war es der Befehl, die britische Militär- und Wirtschaftskraft zu schwächen. Tod und Zerstörung in London. Was empfindet ein Pilot, der Bomben auf eine Großstadt wirft? Sie kriegen eigentlich nichts mit von irgendwelchem menschlichen Leid. Da unten brennt's, das sehen sie. Und sie hoffen, dass es das Ziel ist, das brennt. Sie wissen aber, der Brand, der dehnt sich vielleicht auch aus. Man fliegt nicht gerade mit einem schlechten Gewissen weg, aber ritterlich empfindet man auch nicht. Die trotzige Insel hält stand. Churchill und die Briten lassen sich nicht an den Verhandlungstisch bomben. Der größte deutsche Einsatz außerhalb Londons wird auf Coventry geflogen, Herz der britischen Rüstungsindustrie. Die Fabriken liegen mitten in der Stadt. Leuchtbomben an Fallschirmen erhellen das Ziel für die nachfolgenden Wellen. Brandbomben lassen über 50 Feuer auflodern. Sie vereinigen sich in der Innenstadt zu einem Flächenbrand. In 10 Stunden werfen 450 deutsche Flugzeuge über 500 Tonnen Spreng- und 100 Tonnen Brandbomben ab. Die Zerstörung von Coventry hat ungeahnte Folgen. Die Royal Air Force war sehr beeindruckt. Sie studierte sehr eingehend, was die Deutschen gemacht hatten, besonders was sie in Coventry angerichtet hatten. Sie zogen eine Reihe von Schlüssen daraus. Einer dieser Schlüsse sollte für die deutschen Städte verheerende Folgen haben. Es war die Erkenntnis, dass Sprengbomben alleine nicht ausreichten, eine Stadt zu zerstören. Man musste sie mit Brandbomben kombinieren. Das Zerstörerische waren nicht die Sprengbomben, es war das Feuer. Bei dem Angriff werden fast 1000 Menschen verletzt. Über 500 verlieren ihr Leben. Die zerstörte Kathedrale von Coventry. Ein Symbolort für den Bombenkrieg in England. 43.000 Briten werden bis Mai 1941 durch deutsche Bomben ihr Leben verlieren. Churchill und seine Generäle wollen mit beispielloser Härte antworten. Dem Kriegskabinett liegen die Pläne schon seit 1940 vor. Bombenangriffe auf 58 deutsche Städte mit über 100.000 Einwohnern. 15 Millionen Menschen werden zum Ziel. Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist aber folgender, dass aus dem Blickwinkel des Bomberkommand das Thema Vergeltung gar keine Rolle spielte. Die Protagonisten des Bomberkommand waren ja fest davon überzeugt, dass sie über eine Waffe verfügen, die imstande ist,
womöglich den Krieg zu entscheiden, allein zu entscheiden, indem sie durch einen strategischen Bombenkrieg gegen deutsche Ziele die deutsche Moral erschüttern können, die deutsche Kriegsfähigkeit zerstören können und somit blutige und langwierige Landschlachten verhindern können. Die britische Bomberflotte wird massiv aufgerüstet. Im Februar 1942 übernimmt Luftmarschall Arthur Harris den Oberbefehl. Können seine Bomber den Krieg allein entscheiden? Viele Leute sagen, mit Bombenangriffen allein kann man niemals einen Krieg gewinnen. Nun, ich sage, es hat auch noch keiner versucht. Wir werden schon sehen. Deutschland klammert sich an seine Eroberungen und ist so dumm, weitere zu planen. Und deshalb wird es nun einem sehr interessanten Experiment unterzogen. Ein Experiment aus Mangel an Alternativen. Denn Bomber sind die einzig verfügbare Waffe, mit der man die Deutschen treffen kann. Das weiß auch Premier Churchill, der Harris unterstützt. Als erstes trifft es Städte an der Küste. Sie sind in mondhellen Nächten leicht zu finden. Lübeck, die alte Hansestadt, hat wenig Rüstungsindustrie, ist aber dicht bebaut und hat nach britischen Studien eine besondere Eigenschaft: Brennbarkeitsstufe 1. An diesem Nachmittag starten in England 234 Bomber. Zwei Drittel ihrer Ladung besteht aus Brandbomben. Das Ziel ist die Lübecker Altstadt. Und dann kam ja plötzlich Alarm und gleichzeitig mit dem Alarm ein ganz, ganz furchtbarer Donnerschlag. Wir empfanden das so, als wenn plötzlich die ganze Stadt mit einem Faustschlag zerstört wird. Ich bin in unser bereits brennendes Haus zurückgelaufen und bin dann raufgestiegen und habe nun unsere Wohnung noch mal gesehen und habe gedacht, ja, was nimmst du jetzt mit? Was könnte dir noch was nützen? Und man nimmt die blödsinnigsten Sachen mit. Also es fällt einem einfach das, was man schon am nächsten Tag nötig hätte, nicht ein. Dann bin ich aber nicht raus, sondern erst noch mal in unseren hübschen kleinen Garten. Und der lag da ganz still und der Mond schien, als wäre nichts los auf der Welt. Da habe ich eine Weile da gestanden und habe diesen, vor Ostern ist ja fast Vollmond, nicht? Habe ihn da oben angeguckt, gedacht, seltsam. Und die Stadt brannte lichterloh überall. Am Tag danach stürzen die brennenden Domtürme ein. Verfassungslos. Und dann habe ich doch mein Fotoapparat genommen. Ich habe gedacht, das musst du, obgleich ich so voll Schmerz und Trauer war, das musst du festhalten für später, dieses Gefühl. Und dann habe ich das noch gerade hingekriegt, dass der eine Turm, der schon stärker brannte, der kippte mit einmal um. Und der Tränen habe ich das Bild noch gemacht. Und der andere Turm brannte noch und kippte dann langsam auch zur Seite. Da sah ich noch den hellen Feuerschein und dann kippte. Ich könnte jetzt noch weinen, wenn ich dran denke. Also ich habe so geweint dabei. 320 Menschen sind in dieser Nacht in Lübeck gestorben. Noch nie sind in Deutschland so viele durch feindliche Bomben umgekommen. Doch es ist nur der Anfang. Lübeck war ein wichtiges Experiment, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen es möglich ist, das Zentrum einer Stadt zu entzünden. Es sollte also ein systematischer Brandbombenangriff sein, bei dem man ausprobieren musste, wie das Verhältnis zwischen Brandbomben und Sprengbomben zu bestimmen ist und das Angriffsverfahren zu optimieren. Aus dem Exil meldet sich ein Lübecker, der Schriftsteller Thomas Mann. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss.
Hitler-Deutschland hat weder Tradition noch Zukunft. Es kann nur zerstören. Und Zerstörung wird es allein. Zerstörung, die nun mit System betrieben wird. Die Lehre von Lübeck. Zwei Monate später demonstriert das britische Bomberkommando seine ganze Macht. Eine neue Dimension des Luftkriegs. Tausend Bomber im Anflug auf eine Stadt. 2,5 Stunden bis zum Ziel. Köln ist für die britischen Piloten leicht zu finden. An diesem Tag ist Charlotte Nasse in eine neue Wohnung gezogen, mit eigenem Bad. Und ich denke so, das genehmigst du dir jetzt. Wir waren alle, Zeug war drin. Und ich ins Bad mit Schaum und allem, war wunderbar. Ich lag in der Wanne und da klopft und hämmert meine Mutter an die Tür. Komm da raus, komm sofort da raus. An dem Tonfall merkte ich ja nun doch, irgendwas ist da los. Raus aus dem Wasser, was übergeworfen. Und in den Flur, da wusste ich, was los war. Da war Köln taghell erleuchtet, bis Baiental rüber. Alles diese Christbäume, also die Positionslichter. Und in einem Ausmaß, wie wir es vorher noch nie gesehen hatten. Ich im halbwegs Badetuch, sind wir runter in den Kokskeller. Das war wohl, mein Vater meinte, das wäre wohl noch der stabilste, warum auch immer. Aber es war so furchtbar, es ging da direkt schon los. Wir haben in dem Koks gelegen, es war uns alles ganz egal. Und dann setzte ein Bombardement ein. Es war wie ein Inferno, da war keine Pause, da war nichts mehr. Dieser Angriff übertrifft alles bisher Dagewesene. Der britische Bomberverband lädt seine gewaltige Last über der Stadt ab. Sprengbomben, Brandbomben, fast 4-mal so viel wie auf Lübeck. Es war, als ob wir über einen schwarzen Samtteppich flogen und die Lichter unten funkelten wie Diamanten auf Samt. Und das war der einzige Kontakt, den wir mit den Leuten hatten. Für uns waren das kaum Individuen, wir konnten das Jammer, wir konnten das Geschrei und das Heulen gar nicht hören. Das war unser einziger Kontakt. 2/3 der Bombenlast bestehen aus Brandbomben. Die Briten wollen beweisen, dass man in nur einer Nacht eine Großstadt zerstören kann. Was geht in den Piloten vor? Aber niemals ein einziger Gedanke an die Leute unten. Kein Gedanke. Ich dachte nur an die eigene Haut. Und ich hatte zu viel Angst, um nachdenken zu können. Die erste Priorität war nach Hause, die eigene Haut retten. Der Morgen danach. Je mehr wir in Nähe der Stadt kamen, schon auf der Bonner Straße, es wurde immer, immer schlimmer. Man kann es sich etwas vorstellen, wenn man heute im Fernsehen die Bilder sieht von den Erdbebenkatastrophen, wo ein einziger Trümmerberg ist und die Angehörigen oder Leute da mit den Händen versuchen, Brocken wegzuräumen, weil darunter ihre Leute sind, aber da half auch keiner, wer sollte helfen? Und was ich ganz, ganz schlimm fand, da stand eine Wanne, so eine Zinkwanne, wo man früher drin gebadet hat. Die war voll mit Leichenteilen. Also mit
alle möglichen von Menschen hatte man da zunächst scheinbar mal da reingeworfen. Also das war so schrecklich. Das hat mich noch lange, lange verfolgt. Der Schock sitzt tief nach dieser Nacht. Die Menschen sind gezeichnet. Nach dem Großangriff von 1942 sind 45.000 Kölner obdachlos. 500 Menschen haben ihr Leben verloren. Inmitten der Trümmer der Dom. 14 Mal wird er im Krieg getroffen, bei 150 weiteren Angriffen auf Köln. Nur der stählerne Dachstuhl verhindert, dass der Dom ausbrennt. England im Frühjahr 43. Die britische Insel wird zum Flugzeugträger. Auch für amerikanische Bomber. Auf der Konferenz von Casablanca im Januar 43 haben sich Präsident Roosevelt und Premier Churchill auf eine gemeinsame Strategie geeinigt. Das war eine entscheidende Konferenz. Die Vertreter der alliierten Luftstreitkräfte wussten genau, sie hatten bis dahin beweisen können, dass die Bombardierung wirksam war, so wie sie es versprochen hatten. Und sie waren entschlossen, Roosevelt und Churchill zu einer konzentrierten gemeinsamen Luftoffensive gegen Deutschland zu überreden. Und die sollte klare Resultate bringen. Sie betrieben Lobbyarbeit bei Roosevelt, bei Churchill. Und am letzten Tag der Konferenz war man sich einig über eine gemeinsame Bomberoffensive gegen Deutschland. Tagsüber sollen Amerikaner Präzisionsangriffe auf Schlüsselziele wie Ölraffinerien, Rüstungsbetriebe und Verkehrswege fliegen. Nachts sollen Briten die Arbeiterviertel und Innenstädte der deutschen Metropolen zerstören. Arbeitsteilung nennen sie das. Für die Bewohner der Städte macht es keinen Unterschied. Die Bomben zerstören nicht nur Mauern, sie treffen die Menschen im Innersten, nehmen ihnen, was das Leben ausmacht. Demagoge Goebbels setzt auf die Wirkung von Orden, Parolen und Hass. Angst schlägt um in Wut. Die Flieger waren für uns eine unmittelbare Bedrohung für unser Leben. Wir hätten gewünscht, da wäre tüchtig abgeschossen worden. Das waren für uns unsere Mörder, so gesehen. Sicher, unsere Soldaten ja auch umgekehrt. Aber wenn es ans eigene Fell geht, sieht man das anders. 1943 sterben in Deutschland monatlich 7.500 Zivilisten durch alliierte Bomben. Anfang 1945 erhöht sich die Zahl auf 50.000 im Monat. Eine Bilanz, die britische Piloten heute nachdenklich macht. Der Tod für uns war geruchlos, lautlos. Wir konnten es nicht miterleben. Ich meine, wenn wir dabei gewesen wären, wenn wir das hätten mit ansehen müssen, hätten wir das nicht machen können, wie wir Kinder und Frauen verbrannt haben, sie ins Jenseits geschleudert haben. Das hätten wir nicht machen können. Um den Krieg schneller zu beenden, wollen die Alliierten vor allem die Rüstungsschmiede des Reichs in Trümmer legen. Das Ruhrgebiet. Von März bis Juli 1943 ist es Ziel der Royal Air Force. In den Fabriken arbeiten auch viele Zwangsarbeiter. Für die meisten gibt es keine Schutzräume. Die sind vor allem Deutschen vorbehalten. Im Frühjahr wollen die Briten auch die Wasserversorgung des Ruhrgebietes treffen. Das Ziel, die großen Talsperren.
wie die Staumauer an der Möhne. 17. Mai 1943. Ein Spezialauftrag des britischen Bomberkommandos. Die Lancaster-Maschinen tragen eine neuartige Bombe. Wie ein Kieselstein soll sie über die Wasseroberfläche springen und ins Ziel einschlagen. Die Rollbombe. Operation Dambuster, Dammbrecher, wird sie später genannt. Nur wenige können sich retten. 1294 Menschen ertrinken in den Wassermassen. Was tun gegen den Tod aus der Luft? Die deutschen Jagdflieger haben dem immer weniger entgegenzusetzen. Die alliierten Luftstreitkräfte sind ihnen um das Achtfache überlegen. Da kamen wir nicht gegen an. Wir kriegten nicht mehr genügend Flugzeuge nachgeliefert bekommen. Wir hatten nicht mehr genügend ausgebildete Besatzungen. Denn die Erfahrung, die ich gewonnen habe in den 27 Monaten Ausbildung, die machte man zum Schluss nicht mehr. Man schickte die jungen Tagjäger hoch mit 20, 30, 40 Flugstunden nur. Und die wurden dann gleich von den Mustangs erwischt. Das war mörderisch. Die Front am Himmel fordert unerbittlich Opfer. Auf beiden Seiten. Auch die Alliierten haben hohe Verluste. Deshalb schlossen die Besatzungen keine Freundschaften mit anderen Crews. Wir blieben unter uns. Denn wenn man sich mit anderen anfreundete, konnte es passieren, dass sie schon am nächsten Tag nicht mehr vom Einsatz zurückkamen. Im Herbst 1943 starten die Alliierten ihre Luftoffensive gegen Berlin. Die Sirenen heulen jetzt in immer kürzeren Abständen. Herrgott, die sollen uns doch in Ruhe lassen, nicht? Und man war kaum eingeschlafen, nicht? Dann ging das wieder los. Und dann, taumelte da hoch, zog sich an. Später hat man sich ja nicht mehr ausgezogen. Also wir jedenfalls nicht. Sondern haben dann nur noch so, dass ich nur noch die Jacke und die Schuhe anziehen musste. Jagdflieger sollen die Hauptstadt Tag und Nacht verteidigen. Startbefehl. Und dann merkten wir gleich, es geht auf Berlin zu, weil auch die entsprechenden Meldungen, die Gehörgeräusche von den Bodenstellen sagten, es ist ein Angriff auf Berlin, Angriff auf Berlin. Dann gab es einen furchtbaren Angriff auf Berlin. Das war eine Nacht, die ich meinen Lebtag nicht vergesse. Ich sah manchmal 30, 40 Flugzeuge ineinander vertönt und kurbeln, geschossen, da geschossen. Es ging also jetzt darum, Berlin zu helfen, und dabei hat sie mich dann erwischt. Und da sagte ich, raus, 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 zog den Fallschirm und kam dann unter und Zollern dann in Berlin, wurde dann von den Leuten ins Krankenhaus transportiert und erlebte dann am Boden die Angriffe. Das war ganz schlimm. Dann lieber als Nachtjäger. Die Alliierten wollen Hitlers Machtzentrale planmäßig zerstören und den Durchhaltewillen der Deutschen brechen. Die Berliner leben seit Jahren mit der Bedrohung aus der Luft. Doch der Schrecken bleibt. Das ist schon sehr deprimierend, wenn man sieht, dass die Großen, wie man früher gesagt hat, eben nicht, die Großen vor Angst sich fast in die Hose machen. Und wir Kinder hatten natürlich auch große Angst, das ist klar. In den Kellern drohen die Menschen zu ersticken. Manfred Schulz und seine Mutter verlassen den Schutzraum, der zur Falle werden kann. Das Haus war auf die Straße gekippt und oben lag der Dachstuhl und der brannte. Da musste man durch, um den sicheren Weg dann zu finden. Und ich habe geschrien wie sonst was. Ich habe gesagt, da gehe ich nicht durch. Ja. Dann kam ein junger Mann und der hat mich gepackt und hat mich da durchgebracht, auf den Arm genommen und durchgebracht. In der Nähe bei mir ist eine Kirche. Da hat ein Kreuzberger Maler eine Maria gemalt, die in einem brennenden Inferno steht und ein kleines blondes Kind auf dem Arm hat. Meine Maria war männlich. Der Krieg hat seinen Ursprungsort erreicht.
mit aller Wucht, aller Härte. Doch Berlin lässt sich nicht so schnell zerstören, wie die Alliierten glauben. Die Bomben treffen meist das Zentrum und die Menschen, die dort leben. Es waren natürlich auch Tote, die da so auf zusammengetragen wurden. Für mich war ein Toter immer ein Toter und nicht irgendein Gegenstand, der da lag und den man also als alltäglich einfach liegen sah. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich hatte gar keine Zeit zum Heulen. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Das Regime versucht das Grauen zu überspielen und beschwört die sogenannte Volksgemeinschaft. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Tatsächlich geht das Kalkül, die Moral der Menschen zu brechen, nicht auf. Es waren momentane Erschütterungen jedes Mal und es war wahnsinnige Angst sicher auch jedes Mal. Und es war das Grauen, was ja jeden Tag eigentlich zu sehen war. Das war da, aber das, was die Engländer wollten, das ist nicht eingetreten. Ausgebombte revoltieren nicht. Sie sind abhängig von der Hilfe eines Staates, der Gefolgschaft verlangt. Um jeden Preis. Sie mussten vorsichtig sein. Und wenn noch einer so sehr der Meinung war, das bringt nichts mehr, der Krieg ist verloren oder wer sind es satt hier, das hat keiner gesagt. Man war vorsichtiger. Denn der Krieg sollte ja noch gewonnen werden. Und wenn sie was dagegen gesagt hätten, dann war das ja schon Zersetzung der Volksmeinung. Das Volk. Für Hitler ist es nur Verfügungsmasse. Das alltägliche Sterben kümmert ihn nicht. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst zuzuschreiben hat. Totaler Krieg. Am Ende stehen Kinder an den Flakgeschützen. Doch die alliierten Flieger fürchten das Sperrfeuer über den Städten des Reiches und den Hass der Menschen am Boden. Wie hier in Rüsselsheim, das von Briten in der Nacht bombardiert worden ist. Der 9. und schwerste Angriff. Die Bevölkerung sucht nach Schuldigen und glaubt, sie gefunden zu haben. Ein Transport mit gefangenen amerikanischen Fliegern stoppt zufällig in Rüsselsheim. In dem Moment kam eine Kolonne anmarschiert und ich sah ihn direkt ins Gesicht und habe nur gedacht, mein Gott, was sind die so jung? Und es hat mir so leid getan. Sie waren sehr traurig, der Ausdruck der Gesichter war sehr, sehr, sehr traurig. Keine 100 Meter weiter fing eine Frau an zu schreien. Das sind die, die haben uns heute Nacht das Unglück gebracht. Und hob Steine auf und warf. Und das taten die anderen auch. Die Gefangenen fingen an zu rennen und die Leute schrien und ich war ganz entsetzt. Sie treiben die Amerikaner durch die Straßen und schlagen zu. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren, aber ich wünschte, ich hätte es. Ich stellte mich tot. Und als wir da lagen, konnte ich hören, wie ein Kamerad neben mir, ich konnte ein schreckliches, nicht schlagen, es war eher ein Treten hören. Es war Tritt auf Tritt. Es hörte sich an, als würde man ihn direkt am Kopf treffen. Und ich sagte, mein Gott, sie treten ihm das Gehirn heraus. Tom Williams wurde nur 19 Jahre alt. When that fella came with that pounding on his head, Da war mein Kamerad, der den Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Und seine Hand war auf meiner Schulter. Und ich fühlte, wie sie sich zusammenkrallte und dann erschlaffte. Das war das Schlimmste,
was ich je erlebt habe. As I had to experience. Nur Sidney Brown und ein Kamerad überleben. Der Lynchmord von Rüsselsheim. Das Verbrechen wird nach dem Krieg geahndet. Es wurde nachgewiesen, dass keinem von denen, die nachher angeklagt wurden, kein Ziegel vom Dach gefallen war in dieser Nacht. Es waren also nicht Betroffene. Etwa 350 alliierte Flieger sterben in Deutschland auf so tragische Weise. Sidney Brown hat Frieden geschlossen und Freunde gefunden in der Stadt, in der er seine Kameraden einst verlor. I long ago forgave the people of Rüsselsheim. Ich habe den Rüsselsheimern vor langer Zeit vergeben. Da ist keine Feindschaft in meinem Herzen wegen dieser schrecklichen Tat. Wir sollen vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Jesus, for God's sake, forgave us. Das war für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und ich war sehr froh, wie ich Sidney Brown die Hand schütteln konnte, um ihm zu sagen, wie leid mir das alles getan hat. Dieses schlimme Ende. Pete Malinex ist heute 90 Jahre alt. Auch er ist zurückgekehrt. Nach Schweinfurt, an den Ort, den er vor über 6 Jahrzehnten bombardiert hat. I had a burning desire to go back. Ich wollte unbedingt zurückkehren. Ich wollte diesen Ort sehen und mit Menschen sprechen, die sich noch erinnern können. Ich hatte ein unglaublich starkes Bedürfnis zu kommen. It was a strong, strong desire to go. Mit dem Flakhelfer von einst verbindet ihn heute Freundschaft. Es war die Bereitschaft, dem Gegner, dem unmittelbaren Gegner, die Hand zu reichen. Als wir uns das erste Mal ausgesprochen hatten, da lagen wir uns mit Tränen in den Augen, in den Armen. Und heute, wenn wir uns treffen, ist immer ein Hauptthema. Hoffentlich dient das Ganze auch als Mahnung für die junge Generation. Das wäre uns ganz wichtig. Mehr als 400.000 deutsche Zivilisten sind im Bombenkrieg gestorben. Und 110.000 alliierte Flieger. Gemeinsam gedenken Pete Malinex und Paul Eichhorn der Opfer des Bombenkriegs. Auf beiden Seiten. Tod und Zerstörung in London. Was empfindet ein Pilot, der Bomben auf eine Großstadt wirft? Sie kriegen eigentlich nichts mit von irgendwelchem menschlichen Leid. Da unten brennt's, das sehen Sie. Und Sie hoffen, dass es das Ziel ist, das brennt. Sie wissen aber, der Brand, der dehnt sich vielleicht auch aus. Man fliegt nicht gerade mit einem schlechten Gewissen weg, aber ritterlich empfindet man auch nicht. Die trotzige Insel hält stand. Churchill und die Briten lassen sich nicht an den Verhandlungstisch bomben. Der größte deutsche Einsatz außerhalb Londons wird auf Coventry geflogen. Herz der britischen Rüstungsindustrie. Die Fabriken liegen mitten in der Stadt.
Leuchtbomben an Fallschirmen erhellen das Ziel für die nachfolgenden Wellen. Brandbomben lassen über 50 Feuer auflodern. Sie vereinigen sich in der Innenstadt zu einem Flächenbrand. In 10 Stunden werfen 450 deutsche Flugzeuge über 500 Tonnen Spreng- und 100 Tonnen Brandbomben ab. Die Zerstörung von Coventry hat ungeahnte Folgen. Die Royal Air Force war sehr beeindruckt. Sie studierte sehr eingehend, was die Deutschen gemacht hatten, besonders was sie in Coventry angerichtet hatten. Sie zogen eine Reihe von Schlüssen daraus. Einer dieser Schlüsse sollte für die deutschen Städte verheerende Folgen haben. Es war die Erkenntnis, dass Sprengbomben alleine nicht ausreichten, eine Stadt zu zerstören. Man musste sie mit Brandbomben kombinieren. Das Zerstörerische waren nicht die Sprengbomben, es war das Feuer. Bei dem Angriff werden fast 1000 Menschen verletzt. Über 500 verlieren ihr Leben. Die zerstörte Kathedrale von Coventry. Ein Symbolort für den Bombenkrieg in England. 43.000 Briten werden bis Mai 41 durch deutsche Bomben ihr Leben verlieren. Churchill und seine Generäle wollen mit beispielloser Härte antworten. Dem Kriegskabinett liegen die Pläne schon seit 1940 vor. Bombenangriffe auf 58 deutsche Städte mit über 100. Könnte ich darüber dann keine Träne weinen? Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst zuzuschreiben hat. Totaler Krieg. Am Ende stehen Kinder an den Flakgeschützen. Doch die alliierten Flieger fürchten das Sperrfeuer über den Städten des Reiches und den Hass der Menschen am Boden. Wie hier in Rüsselsheim, das von Briten in der Nacht bombardiert worden ist. Der 9. und schwerste Angriff. Die Bevölkerung sucht nach Schuldigen und glaubt, sie gefunden zu haben. Ein Transport mit gefangenen amerikanischen Fliegern stoppt zufällig in Rüsselsheim. In dem Moment kam eine Kolonne anmarschiert und ich sah ihn direkt ins Gesicht und habe nur gedacht, mein Gott, was sind die so jung? Und es hat mir so leid getan. Sie waren sehr traurig, der Ausdruck der Gesichter war sehr, sehr, sehr traurig. Keine 100 Meter weiter fing eine Frau an zu schreien. Das sind die, die haben uns heute Nacht das Unglück gebracht. Und hob Steine auf und warf. Und das taten die anderen auch. Die Gefangenen fingen an zu rennen und die Leute schrien. Und ich war ganz entsetzt. Sie treiben die Amerikaner durch die Straßen und schlagen zu. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren, aber ich wünschte, ich hätte es. Ich stellte mich tot. Und als wir da lagen, konnte ich hören, wie ein Kamerad neben mir, ich konnte ein schreckliches, nicht schlagen, es war eher ein Treten hören. Es war Tritt auf Tritt. Es hörte sich an, als würde man ihn direkt am Kopf treffen. Und ich sagte, mein Gott, sie treten ihm das Gehirn heraus. Tom Williams wurde nur 19 Jahre alt. When that fella came with that pounding on his head, I. Da war mein Kamerad, der den Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Und seine Hand war auf meiner Schulter. Und ich fühlte, wie sie sich zusammenkrallte und dann erschlaffte. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. As I had to experience. Nur Sidney Brown und ein Kamerad überleben. Der Lynchmord von Rüsselsheim. Das Verbrechen wird nach dem Krieg geahndet. Es wurde nachgewiesen, dass keinem von denen, die nachher angeklagt wurden, ein Ziegel vom Dach gefallen ist. Deutschland zu überreden. Und die sollte klare Resultate bringen.
Sie betrieben Lobbyarbeit bei Roosevelt, bei Churchill. Und am letzten Tag der Konferenz war man sich einig über eine gemeinsame Bomberoffensive gegen Deutschland. Tagsüber sollen Amerikaner Präzisionsangriffe auf Schlüsselziele wie Ölraffinerien, Rüstungsbetriebe und Verkehrswege fliegen. Nachts sollen Briten die Arbeiterviertel und Innenstädte der deutschen Metropolen zerstören. Arbeitsteilung nennen sie das. Für die Bewohner der Städte macht es keinen Unterschied. Die Bomben zerstören nicht nur Mauern, sie treffen die Menschen im Innersten, nehmen ihnen, was das Leben ausmacht. Demagoge Goebbels setzt auf die Wirkung von Orden, Parolen und Hass. Angst schlägt um in Wut. Die Flieger waren für uns eine unmittelbare Bedrohung für unser Leben. Wir hätten gewünscht, da wäre tüchtig abgeschossen worden. Das waren für uns unsere Mörder, so gesehen. Sicher, unsere Soldaten ja auch umgekehrt. Aber wenn es ans eigene Fell geht, sieht man das anders. 1943 sterben in Deutschland monatlich 7.500 Zivilisten durch alliierte Bomben. Anfang 1945 erhöht sich die Zahl auf 50.000 im Monat. Eine Bilanz, die britische Piloten heute nachdenklich macht. Der Tod für uns war geruchlos, lautlos. Wir konnten es nicht miterleben. Ich meine, wenn wir dabei gewesen wären, wenn wir das hätten mit ansehen müssen, hätten wir das nicht machen können, wie wir Kinder und Frauen verbrannt haben, sie ins Jenseits geschleudert haben. Das hätten wir nicht machen können. Um den Krieg schneller zu beenden, wollen die Alliierten vor allem die Rüstungsschmiede des Reichs in Trümmer legen. Das Ruhrgebiet. Von März bis Juli 1943 ist es Ziel der Royal Air Force. In den Fabriken arbeiten auch viele Zwangsarbeiter. Für die meisten gibt es keine Schutzräume. Die sind vor allem Deutschen vorbehalten. Das wäre nichts los auf der Welt. Da habe ich eine Weile da gestanden und habe diesen, vor Ostern ist ja fast Vollmond, nicht? Habe ihn da oben angeguckt, dachte, seltsam. Und die Stadt brannte lichterloh überall. Am Tag danach stürzen die brennenden Domtürme ein. Verfassungslos. Und dann habe ich doch mein Fotoapparat genommen. Ich habe gedacht, das musst du, obgleich ich so voll Schmerz und Trauer war, das musst du festhalten für später, dieses Gefühl. Und dann habe ich das noch gerade hingekriegt, dass der eine Turm, der schon stärker brannte, der kippte mit einmal um. Unter Tränen habe ich das Bild noch gemacht. Und der andere Turm brannte noch und kippte dann langsam auch zur Seite. Da sah ich noch den hellen Feuerschein und dann kippt. Ich könnte jetzt noch weinen, wenn ich dran denke. Also ich habe so geweint dabei. 320 Menschen sind in dieser Nacht in Lübeck gestorben. Noch nie sind in Deutschland so viele durch feindliche Bomben umgekommen. Doch es ist nur der Anfang. Lübeck war ein wichtiges Experiment, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen es möglich ist, das Zentrum einer Stadt zu entzünden. Es sollte also ein systematischer Brandbombenangriff sein, bei dem man ausprobieren musste, wie das Verhältnis zwischen Brandbomben und Sprengbomben zu bestimmen ist und das Angriffsverfahren zu optimieren. Aus dem Exil meldet sich ein Lübecker, der Schriftsteller Thomas Mann. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss.
Hitler-Deutschland hat weder Tradition noch Zukunft. Es kann nur zerstören. Und Zerstörung wird es allein. Zerstörung, die nun mit System betrieben wird. Die Lehre von Lübeck. Zwei Monate später demonstriert das britische Bomberkommando seine ganze Macht. Eine neue Dimension des Luftkriegs. Tausend Bomber im Anflug auf eine Stadt. 2,5 Stunden bis zum Ziel. Köln ist für die britischen Piloten leicht zu finden. Die irrten Flieger fürchten das Sperrfeuer über den Städten des Reiches und den Hass der Menschen am Boden. Wie hier in Rüsselsheim, das von Briten in der Nacht bombardiert worden ist. Der 9. und schwerster Angriff. Die Bevölkerung sucht nach Schuldigen und glaubt, sie gefunden zu haben. Ein Transport mit gefangenen amerikanischen Fliegern stoppt zufällig in Rüsselsheim. In dem Moment kam eine Kolonne anmarschiert und ich sah ihn direkt ins Gesicht und habe nur gedacht, mein Gott, was sind die so jung? Und es hat mir so leid getan. Sie waren sehr traurig. Der Ausdruck der Gesichter war sehr, sehr, sehr traurig. Keine 100 Meter weiter fing eine Frau an zu schreien. Das sind die, die haben uns heute Nacht das Unglück gebracht. Und hob Steine auf und warf. Und das taten die anderen auch. Die Gefangenen fingen an zu rennen und die Leute schrien. Und ich war ganz entsetzt. Sie treiben die Amerikaner durch die Straßen und schlagen zu. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren, aber ich wünschte, ich hätte es. Ich stellte mich tot. Und als wir da lagen, konnte ich hören, wie ein Kamerad neben mir, ich konnte ein schreckliches, nicht schlagen, es war eher ein Treten hören. Es war Tritt auf Tritt. Es hörte sich an, als würde man ihn direkt am Kopf treffen. Und ich sagte, mein Gott, sie treten ihm das Gehirn heraus. Tom Williams wurde nur 19 Jahre alt. When that fella came with that pounding on his head, I... Da war mein Kamerad, der den Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Und seine Hand war auf meiner Schulter. Und ich fühlte, wie sie sich zusammenkrallte und dann... erschlaffte. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Nur Sidney Brown und ein Kamerad überleben. Der Lynchmord von Rüsselsheim. Das Verbrechen wird nach dem Krieg geahndet. Es wurde nachgewiesen, dass keinem von denen, die nachher angeklagt wurden, ein Ziegel vom Dach gefallen war in dieser Nacht. Es waren also nicht Betroffene. Etwa 350 alliierte Flieger sterben in Deutschland auf so tragische Weise. Sidney Brown hat Frieden geschlossen und Freunde gefunden in der Stadt. Deshalb schlossen die Besatzungen keine Freundschaften mit anderen Crews. Wir blieben unter uns. Denn wenn man sich mit anderen anfreundete, konnte es passieren, dass sie schon am nächsten Tag nicht mehr vom Einsatz zurückkam. Im Herbst 43 starten die Alliierten ihre Luftoffensive gegen Berlin. Die Sirenen heulen jetzt in immer kürzeren Abständen. Herrgott, die sollen uns doch in Ruhe lassen, nicht? Und man war kaum eingeschlafen, nicht? Dann ging das wieder los. Und dann, taumelte da hoch, zog sich an. Später hat man sich ja nicht mehr ausgezogen, also wir jedenfalls nicht, sondern haben dann nur noch so, dass ich nur noch die Jacke und die Schuhe anziehen musste. Jagdflieger sollen die Hauptstadt Tag und Nacht verteidigen.
Startbefehl. Und dann merkten wir gleich, es geht auf Berlin zu, weil auch die entsprechenden Meldungen, die Gehörgeräusche von den Bodenstellen sagten, es ist ein Angriff auf Berlin, Angriff auf Berlin. Und dann gab es einen furchtbaren Angriff auf Berlin. Das war eine Nacht, die ich meinen Lebtag nicht vergesse. Ich sah manchmal 30, 40 Flugzeuge ineinander vertönt und kurbeln, geschossen, da geschossen. Es ging also jetzt darum, Berlin zu helfen, und dabei hat sie mich dann erwischt. Und da sagte ich, raus, 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 zog den Fallschirm und kam dann unter Hohenzollern in Berlin, wurde dann von den Leuten ins Krankenhaus transportiert und erlebte dann am Boden die Angriffe. Das war ganz schlimm. Dann lieber als Nachtjäger. Die Alliierten wollen Hitlers Machtzentrale planmäßig zerstören und den Durchhaltewillen der Deutschen brechen. Die Berliner leben seit Jahren mit der Bedrohung aus der Luft. Doch der Schrecken bleibt. Das ist schon sehr deprimierend, wenn man sieht, dass die Großen, wie man früher gesagt hat, eben nicht, die Großen vor Angst sich was in die Hose machen. Und wir Kinder hatten natürlich auch große Angst, das ist klar. In den Kellern drohen die Menschen zu ersticken. Manfred Schulz und seine Mutter verlassen den Schutzraum, der zur Falle werden kann. Das Haus war auf die Straße gekippt und oben lag der Dachstuhl und der brannte. Da musste man durch, um den sicheren Weg dann zu finden. Und ich habe geschrien wie sonst was. Ich habe gesagt, da gehe ich nicht durch. Ja. Dann kam ein junger Mann und der hat mich gepackt und hat mich da durchgebracht, auf den Arm genommen und durchgebracht. In der Nähe bei mir ist eine Kirche. Da hat ein Kreuzberger Maler eine Maria gemalt, die in einem brennenden Inferno steht und ein kleines blondes bezahlt werden muss. Hitler-Deutschland hat weder Tradition noch Zukunft. Es kann nur zerstören. Und Zerstörung wird es erleiden. Zerstörung, die nun mit System betrieben wird. Die Lehre von Lübeck. Zwei Monate später demonstriert das britische Bomberkommando seine ganze Macht. Eine neue Dimension des Luftkriegs. Tausend Bomber im Anflug auf eine Stadt. 2,5 Stunden bis zum Ziel. Köln ist für die britischen Piloten leicht zu finden. An diesem Tag ist Charlotte Nasse in eine neue Wohnung gezogen, mit eigenem Bad. Und ich denke so, das genehmigst du dir jetzt. Wir waren alle, Zeug war drin. Und ich ins Bad mit Schaum und allem, war wunderbar. Ich lag in der Wanne und da klopft und hämmert meine Mutter an die Tür. Komm da raus, komm sofort da raus. An dem Tonfall merkte ich ja nun doch, irgendwas ist da los. Raus aus dem Wasser, was übergeworfen. Und in den Flur, da wusste ich, was los war. Da war Köln taghell erleuchtet, bis Baiental rüber. Alles diese Christbäume, also die Positionslichter. Und in einem Ausmaß, wie wir es vorher noch nie gesehen hatten. Ich im Halbwegs-Badetuch. Sind wir runter in den Kokskeller. Das war wohl, mein Vater meinte, das wäre wohl noch der stabilste, warum auch immer. Aber es war so furchtbar, es ging da direkt schon los. Wir haben in dem Koks gelegen, es war uns alles ganz egal. Und dann setzte ein Bombardement ein. Es war wie ein Inferno, da war keine Pause, da war nichts mehr. Dieser Angriff übertrifft alles bisher Dagewesene. Der britische Bomberverband lädt seine gewaltige Last über der Stadt ab. Sprengbomben, Brandbomben, fast viermal so viel wie auf Lübeck.
Es war, als ob wir über einen schwarzen Sand... Erst dann dürfen sie wieder nach Hause. Pete Malinex ist Bomberpilot. Zu Hause wartet seine Frau auf ihn. Sie ist im 6. Monat schwanger. Kurz nach dem Aufstehen wurden wir über den Einsatz informiert. Das war so gegen 4 Uhr morgens. Wir beeilten uns mit dem Frühstück. Dann ging es zum Briefing Center. Dort sollten wir mehr über den heutigen Angriff erfahren. Vorne hing eine große Landkarte, auf der das Ziel eingezeichnet war. Von unserem Heimatflugplatz bis zum Ziel war ein Faden gespannt. Das Ziel war jedoch von einem Rollo verdeckt, als wir reinkamen. Und dann redeten sie über den heutigen Einsatz und wie wichtig er wäre, bla bla bla. Aber sie sagten uns noch nicht, wie unser Ziel hieß. Erst als sie das Rollo hochzogen, sahen wir, dass sich der Faden bis nach Schweinfurt spannte. Die Reaktion im Saal war heftig. Vor allem bei den Jungs, die schon beim ersten Schweinfurt-Einsatz dabei waren. Sie stöhnten, oh nein, nicht schon wieder Schweinfurt. Oh, not Schweinfurt again. Die hohen Verluste der ersten Schweinfurt-Mission im August 1943 sind noch nicht vergessen. Uns wurde ganz schön mulmig, denn wir wussten, was für ein harter Einsatz das werden würde. Denn nur 2 Monate zuvor hatten wir zum ersten Mal Schweinfurt bombardiert. Und wir hatten 60 Maschinen verloren. Und 60 Maschinen, das heißt 600 Mann Verluste. Wir wussten, das wird ein richtig harter Kampf. Mit der Angst muss jeder dieser Männer allein fertig werden. Die Seelsorger hielten sich normalerweise im Briefingraum bereit. Und sie gaben den Besatzungen die Kommunion, wenn sie darauf Wert legten. Und manchmal, besonders aber am 14. Oktober, am schwarzen Donnerstag, waren die Schlangen vor den Geistlichen verdammt lang. Die Besatzungen der B-17-Bomber wissen, was sie erwartet. Und viele vertrauen auf den Schutz von oben. Meine kleine Schwester hatte mir ein neues Testament geschickt, in einer Metallhülle, die angeblich kugelsicher war. Ob das stimmte, weiß ich nicht. Gut, dass ich das nie ausprobiert. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Nur Sidney Brown und ein Kamerad überleben. Der Lynchmord von Rüsselsheim. Das Verbrechen wird nach dem Krieg geahndet. Es wurde nachgewiesen, dass keinem von denen, die nachher angeklagt wurden, kein Ziegel vom Dach gefallen war in dieser Nacht. Es waren also nicht Betroffene. Etwa 350 alliierte Flieger sterben in Deutschland auf so tragische Weise. Sidney Brown hat Frieden geschlossen und Freunde gefunden in der Stadt, in der er seine Kameraden einst verlor. Ich habe den Rüsselsheimern vor langer Zeit vergeben. Da ist keine Feindschaft in meinem Herzen wegen dieser schrecklichen Tat. Wir sollen vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Jesus, for God's sake, forgave us. Das war für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und ich war sehr froh, wie ich Sidney Brown die Hand schütteln konnte, um ihm zu sagen, wie leid mir das alles getan hat. Dieses schlimme Ende. Pete Malinex ist heute 90 Jahre alt. Auch er ist zurückgekehrt. Nach Schweinfurt, an den Ort, den er vor über 6 Jahrzehnten bombardiert hat. I had a burning desire to go back. Ich wollte unbedingt zurückkehren.
Ich wollte diesen Ort sehen und mit Menschen sprechen, die sich noch erinnern können. Ich hatte ein unglaublich starkes Bedürfnis zu kommen. Mit dem Flakhelfer von einst verbindet ihn heute Freundschaft. Es war die Bereitschaft, dem Gegner, dem unmittelbaren Gegner, die Hand zu reichen. Als wir uns das erste Mal ausgesprochen hatten, da lagen wir uns mit Tränen in den Augen, in den Armen. Und heute, wenn wir uns treffen, ist immer ein Hauptthema. Hoffentlich dient das Ganze auch als Mahnung für die junge Generation. Das wäre uns ganz wichtig. Mehr als 400.000 deutsche Zivilisten sind im Bombenkrieg gestorben. Und 100 an der Küste. Sie sind in mondhellen Nächten leicht zu finden. Lübeck, die alte Hansestadt, hat wenig Rüstungsindustrie, ist aber dicht bebaut und hat nach britischen Studien eine besondere Eigenschaft. Brennbarkeitsstufe 1. An diesem Nachmittag starten in England 234 Bomber. Zwei Drittel ihrer Ladung besteht aus Brandbomben. Das Ziel ist die Lübecker Altstadt. Und dann kam ja plötzlich Alarm und gleichzeitig mit dem Alarm ein ganz, ganz furchtbarer Donnerschlag. Wir empfanden das so, als wenn plötzlich die ganze Stadt mit einem Faustschlag zerstört wird. Ich bin in unser bereits brennendes Haus zurückgelaufen und bin dann raufgestiegen und habe nun unsere Wohnung noch mal gesehen und habe gedacht, ja, was nimmst du jetzt mit? Was könnte dir noch was nützen? Und man nimmt die blödsinnigsten Sachen mit. Also es fällt einem einfach das, was man schon am nächsten Tag nötig hätte, nicht ein. Dann bin ich aber nicht raus, sondern erst noch mal in unseren hübschen kleinen Garten. Und der lag da ganz still und der Mond schien, als wäre nichts los auf der Welt. Da habe ich eine Weile da gestanden und habe diesen, vor Ostern ist ja fast Vollmond, nicht? Habe ihn da oben angeguckt, gedacht, seltsam. Und die Stadt brannte lichterloh überall. Am Tag danach stürzen die brennenden Domtürme ein. Verfassungslos. Und dann habe ich doch mein Fotoapparat genommen. Ich habe gedacht, das musst du, obgleich ich so voll Schmerz und Trauer war, das musst du festhalten für später, dieses Gefühl. Und dann habe ich das noch gerade hingekriegt, dass der eine Turm, der schon stärker brannte, der kippte mit einmal um. Unter Tränen habe ich das Bild noch gemacht. Und der andere Turm brannte noch und kippte dann langsam auch zur Seite. Da sah ich noch den hellen Feuerschein und dann kippt. Ich könnte jetzt noch weinen, wenn ich dran denke. Also ich habe so geweint dabei. 320 Menschen sind in dieser Nacht in Lübeck gestorben. Noch nie sind in Deutschland so viele durch feindliche Bomben umgekommen. Doch es ist nur der Anfang. Lübeck war ein wichtiges Experiment, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen